Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie alle, euch alle zu unserem Beitrag begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dorte Mutznierhoff von der Abteilung E-Learning am Rechenzentrum der Universität Freiburg. Und direkt neben mir im Raum, aber in der anderen Karre zu sehen, meine Kollegin. Genau, mein Name ist Caroline Giere. Ich bin Koordinatorin der School of Medieval and Neo-Latin Studies, um die es heute auch als Beispiel zumindest gehen soll. Arbeite ebenfalls als Kollegin von Dorte an der Universität Freiburg. In der klassischen Philologie bin ich beheimatet und dort ist auch unser Projekt angesetzt, dazu aber nachher dann noch mehr. Ja, Brücken bauen in Raum und Zeit, so haben wir unseren Vortrag genannt. Daher wollen wir Sie und euch gleich zu Beginn auf eine kleine Zeitreise mitnehmen und mit euch, mit Ihnen direkt ins europäische Mittelalter reisen und damit in ein Beispiel für digitale Innovation in der Hochschullehre einsteigen, an das man in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt als erstes denkt. Mittel- und Neulatein, das ist unser Beispiel für ein sogenanntes kleines Fach in den Geisteswissenschaften. Und bevor wir Ihnen darüber mehr berichten, haben wir erst einmal eine Frage an Sie. Was kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie an Mittel- und Neulatein denken? Was verbinden Sie damit? Nehmen Sie sich gerne ein paar Sekunden Zeit und schreiben Sie einfach in den Chat. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Also wir nehmen uns jetzt einfach mal so knapp 30 Sekunden Zeit und sind gespannt, welche Assoziationen Ihnen da in den Sinn kommen, wenn Sie an Mittel- und Neulatein denken. So, jetzt warten wir mal ein kleines bisschen. Die ersten Beiträge kommen schon. Wir haben ja noch ein paar Teilnehmende mehr. Vielleicht fallen den anderen ja auch noch ein paar Dinge ein. Gut, da kommen immer noch direkte Beiträge. Ganze Menge. Ja, vielleicht können wir schon direkt so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben erstmal die Abgrenzung Mittel- und Neulatein, wann ist es überhaupt die Abgrenzung zu den alten Römern, zum Altlatein, um welche Zeit sprechen wir? Wir sehen es hier ganz schön an der Karte. Ab ungefähr 950 sprechen wir dann von Mittellatein. Schulunterricht ist ein total wichtiges Stichwort. Wir haben, wenn wir auf die Überlieferung schauen, eigentlich über 99% der gesamten lateinischen Überlieferung, die eben gerade nicht auf das antike Latein verfallen, sondern auf die Zeit von Mittelalter und Neuzeit. Und das ist total interessant, weil wir uns in den Schulen eigentlich vorrangig mit den alten Römern beschäftigen, weil wir uns mit Altlatein beschäftigen und da natürlich die Grundlagen auch erstmal schaffen müssen. Aber dieses Große, das, was uns auch für unsere europäische Kultur und Geschichte interessiert, diesen großen Part von Mittelalter und Neuzeit, den lateinischen Überlieferungen in dieser Zeit oft dann außer Acht lassen. Und genau da setzen wir an. Wir möchten ja dieses kleine Fach Mittel- und Neulatein, das auch zwischen den Disziplinen eigentlich verwurzelt ist, stärken und haben immer wieder auch mitbekommen, auch in Gesprächen mit anderen Fachwissenschaftlern, dass gerade in beispielsweise den Geschichtswissenschaften oder in der Theologie, Sie haben ja auch Kirche genannt, ja, ist es ganz, ganz wichtig, dann auch die Grundlagen quasi zu beherrschen, um die Quellen zu entziffern zu können und mit in die Forschung reinnehmen zu können. Und deshalb, genau, dieses Interesse, was von verschiedenen Fächern auf diese Zeit kommt, du kannst noch einmal weiterklicken, dieses breite Interesse, was auf quasi unser Fach Mittel- und Neulatein von allen Richtungen auf uns zuströmt und eigentlich ein Schlüssel zwischen den Disziplinen ist. Und das möchten wir uns heute kümmern. So, und worum es in unserem Beitrag geht, wir schlagen den Bogen vom Mittelalter in Gegenwart und Zukunft und beleuchten am Beispiel von Mittel- und Neulatein die Potenziale und Chancen der Digitalisierung zur Stärkung eines solchen kleinen geisteswissenschaftlichen Fachs. Und am Ende freuen wir uns dann, wenn wir die Zeit haben, mit Ihnen und euch gemeinsam Perspektiven auf digitale Innovationen in den Geisteswissenschaften anzudiskutieren.
Als Beispiel dafür, wie die Relevanz eines kleinen Fachs wie Mittel- und Neulatein in der heutigen Zeit vermittelt werden kann, steht im Mittelpunkt unseres Vortrags heute eine von der Volkswagen-Stiftung im Rahmen der Weltwissen-Förderlinie geförderte Initiative, die sich genau das auf die Fahne geschrieben hat, die School of Medieval and Neo-Latin Studies. Bei der School handelt es sich um ein internationales Verbundprojekt der Universitäten Freiburg, Innsbruck und Zürich. Und damit Sie sich von der Vision, von der Vision und der Mission der School ein gutes Bild machen können, hier zum Einstieg ein kurzes Video. So, wir haben gerade die Rückmeldung bekommen, dass kein Ton zu hören war. Das tut uns natürlich sehr leid. Wir hatten das im Vorfeld getestet, erfolgreich getestet. Wir stellen das Video dann einfach im Nachgang zur Verfügung. Es war mit Ton und wir teilen das hinterher sehr, sehr gerne mit Ihnen. Genau, Sie können sich auch gerne über diese Website www.mnlatin.org informieren. Da gibt es auch nochmal den Film zum Nachhören. Denn das ist unser Imagefilm. Sie haben so ein paar Inhalte jetzt schon gehört, die wir in diesem Projekt angehen. Und Grundvoraussetzung ist erstmal, dass wir ein internationales und interuniversitäres Kooperationsprojekt sind. Dort hat es schon angesprochen. Wir sind darauf aus, ein gemeinsames Studienprogramm zu schaffen, gemeinsamer kleine Abschlüsse. Und zwar sind wir in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck und Zürich. Und wir möchten ein recht flexibles, modulares und digitales Lehrangebot, eine Educational Matrix, gemeinsam gestalten und dabei unsere Interdisziplinarität, unser kleines Fach stärken. Denn wir alle haben relativ wenig Studierende, was völlig verständlich ist, denn man braucht eben nur wenige Forscher, die wirklich die Kompetenzen in diesen Bereichen haben. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns miteinander verbinden und die geringen Studierendenzahlen bündeln, um noch ein viel breiteres Angebot auch stellen zu können. Wir haben dann auf der einen Seite in Zürich die mittelalterlichen Kompetenzen, die ganz verstärkt auch unterrichtet werden, in Innsbruck die neulateinischen, in Freiburg sind es beide so ein bisschen und so können wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsame Lehrveranstaltungen auch zustande bringen und diese Zielkompetenzen viel besser stärken und gemeinsam voranbringen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, jetzt abseits auch von diesem digitalen Lehr-Lern-Angebot, was wir stellen, ist die Integration der Digital Humanities, was noch relativ neu ist, auch für unsere Geisteswissenschaften, dass wir da einen Schwerpunkt setzen. Und das ist ganz, ganz wichtig für unser Fach Mittel- und Neulatein,
werden wir nachher auch noch drauf zurückkommen. In Bezug auf Handschriften wird es vermehrt einfach ein wichtiges Thema sein. Ich kann es noch einmal weiterklicken, da sehen Sie unser School-Zertifikat, unsere Zertifikate, muss man eigentlich sagen, denn es gibt 3 Profillinien, in denen man ein Zertifikat erwerben kann. Das ist einmal der relativ historisch gewachsene Schwerpunkt Literatur, Kultur, Ideengeschichte, das, was man sich auch unter Mittelalter und Neuzeit vorstellen kann, worum es da geht. Dann gibt es diese 2. Profillinie, und das haben Sie schon angesprochen. Da geht es um das Thema Schule. Wie können wir in die Schule auch das Thema Mittel- und Neulatein integrieren? Wie können wir Lehrerinnen und Lehrer fortbilden? Und der 3. Aspekt eben die Digital Humanities, die ich bereits angesprochen habe. Und jetzt sehen Sie diese unterschiedlichen Bereiche, die im Einzelnen auch Micro-Credentials sein können. Und das ist unser Schwerpunkt, den wir auch mit diesem neuen Lehr-Lehrangebot umsetzen möchten. Ja, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick vermutet, die Digitalisierung hat in den letzten Jahren auch die Geisteswissenschaften ja grundlegend verändert und ganz neue Wege für Forschung und Lehre eröffnet. Zu den wichtigsten digitalen Entwicklungen, die sich die School of Medieval and Neo-Latin Studies zu nutzen macht, beziehungsweise von denen sie auch profitiert, gehören virtuelle Bibliotheken und interaktive Texteditionen. Virtuelle Bibliotheken zum einen ermöglichen es, historische Manuskripte und seltene Texte, die sonst nur sehr schwer zugänglich wären, digital zu archivieren und weltweit verfügbar zu machen, sodass Studierende und Forschende von überall auf diese Ressourcen zugreifen können, was natürlich die geografischen, logistischen Barrieren erheblich reduziert. Und das fördert nicht nur die Zugänglichkeit, sondern eben auch die Erhaltung und die Erforschung dieser wertvollen Kulturgüter. Zum anderen, die digitalen Texteditionen, Sie sehen hier ein Beispiel aus dem Van Gogh Museum, bieten eine dynamische und ansprechende Methode, historische Texte zu studieren, zu analysieren. Durch die Integration von Kommentaren, Übersetzungen, auch multimedialen Inhalten können NutzerInnen tiefere Einblicke gewinnen und die Texte auf sehr vielfältige Weise erkunden, so dass diese digitalen Editionen es Studierenden ermöglichen, auch selbst aktiv am Forschungsprozess teilzunehmen, indem sie eben Annotationen hinzufügen, Diskussionen führen, gemeinsam an Projekten arbeiten. Die Vorteile digitaler Ressourcen sind sehr weitreichend. Sie fördern also nicht nur den einfachen Zugang zu diesen seltenen Manuskripten, sondern auch neue Formen kollaborativen Lehrens, Lernens und Arbeitens. Diese digitalen Plattformen erleichtern den Austausch von Ideen, Erkenntnissen in Echtzeit und über große Entfernungen hinweg. Was schafft eine ländergrenzenübergreifende, auch globale Community of Practice, in der Studierende und Forschende gemeinsam an Projekten arbeiten, voneinander lernen können. Wir können also sagen, dass insgesamt die digitale Transformation dazu beiträgt, im 21. Jahrhundert die Geisteswissenschaften zu fördern, indem sie traditionelle Methoden mit modernen Technologien kombiniert. Und diese Innovationen eröffnen neue Perspektiven nicht nur für die Forschung, sondern eben auch für Lehren und Lernen. Sie ermöglichen hochschuldidaktisch innovative, interdisziplinäre Lehr-Lernansätze, ebenso wie auch die internationale Kooperation von Lehrenden und Studierenden. Es können digital gestützte Lehrangebote und Lernressourcen genutzt und entwickelt werden. Und es werden, wie Caroline Giere schon sagte, neue Formen der Zertifizierung entwickelt, was sich insgesamt sehr positiv auf die Attraktivität und die Zugänglichkeit der mittel- und neulateinischen Studien für Studierende weltweit auswirkt. Wir haben im Film eben eine Grafik gesehen, die ungefähr so wie diese aussah und bei der es um didaktische Methoden und digitale Formate ging, die wir in der School einsetzen. Wir haben auch erfahren, wie das Zertifikat der School strukturiert sein wird und welche Kompetenzen die Studierenden an der School erwerben können. Die Frage ist, wie soll das geschehen? Denn wenn wir uns die 3 Gründungsuniversitäten in 3 Ländern mit unterschiedlichen Semesterzeiten und Stundenplänen vorstellen und uns die modularen gemeinsamen Studienmöglichkeiten vor Auge führen, die die School den Studierenden dieser Universitäten und möglicherweise auch darüber hinaus bietet, dann wird schnell klar, dass Lehren und Lernen auf keinen Fall ausschließlich persönlich oder auf dem Campus stattfinden kann. Und für uns bedeutet das, dass wir das Potenzial innovativer, digital gestützter Lehr-Lernformate voll ausschöpfen, um dies zum einen überhaupt zu realisieren und den Studierenden gleichzeitig ein reichhaltiges Lernerlebnis zu ermöglichen. In den Kursen der School haben wir daher Prinzipien des bewährten Flipped- oder Inverted Classroom-Ansatzes umgesetzt
der Ansatz, Sie sind sicherlich, sind viele von Ihnen damit vertraut, kehrt den traditionellen Unterricht quasi um. Was bedeutet, dass die Studierenden sich vor den gemeinsamen Seminarsitzungen mit den Lerninhalten auseinandersetzen, indem sie zum Beispiel von den Lehrenden aufgezeichnete E-Lectures sich selbst erarbeiten, ansehen. Und das Format macht eben nicht nur die Lerninhalte leicht zugänglich, sondern ermöglicht auch ein äußerst flexibles Lernen. Studierende können den Stoff in ihrem eigenen Tempo erarbeiten, gegebenenfalls wiederholen. In dieser Vorbereitungsphase nutzen die Studierenden eben auch Online-Annotationstools, um aktiv an den bereitgestellten Lektüren zu arbeiten. Sie können also direkt mit dem Material interagieren und auch gemeinsam schriftlich diskutieren, was sie natürlich sehr aktiviert in ihrem Lernprozess und auch motiviert. Und durch den Flipped Classroom-Ansatz kann man natürlich dann in Präsenz viel besser gemeinsame Zeit ermöglichen für interaktive Diskussionen und problembasiertes Herangehen in Präsenz. Gleichzeitig gleichzeitig haben wir auch durch die, also wir möchten natürlich den Studierenden ermöglichen, dass alle, dass an allen Partneruniversitäten an diesen gemeinsamen Seminarsitzungen teilgenommen werden kann. Daher brauchen wir ein hybrides Setting, sind also die Seminarräume an allen drei Standorten mit geeigneter Videokonferenztechnik ausgestattet, sodass die Studierenden vor Ort persönlich und die anderen online teilnehmen können. Wir wissen alle, dass solch ein hybrides Setting nicht nur technisch anspruchsvoll ist, sondern in erster Linie didaktisch. Es braucht also eine sehr gute Sensibilisierung und Vorbereitung der Lehrenden, denn natürlich ist das Ziel, dass alle Studierenden an allen Standorten gleichermaßen aktiviert und integriert werden. Darüber hinaus sind auch Exkursionen zu Bibliotheken, Museen, anderen relevanten Lernorten in der realen Welt vorgesehen, sodass die Studierenden sich eben auch sozial begegnen können und der Lernweg erheblich bereichert wird. Und dieser Lernweg wird abschließend in einem E-Portfolio individuell dokumentiert, reflektiert, sozusagen als Schaufenster der eigenen Lernergebnisse und Leistungen. Letztendlich kommt es natürlich darauf an, dass alle didaktischen Ansätze, digitalen Tools, Methoden genau auf Lernziele ausgerichtet werden, zielgerichtet, sorgfältig kombiniert werden, damit sichergestellt werden kann, dass die Studierenden so viel wie möglich von den reichhaltigen Ressourcen und auch von der digitalen Lernumgebung profitieren können. Und für einen ganz kleinen Einblick in die Lernumgebung der School auf der ILIAS Lernplattform der Universität Freiburg ein paar Screenshots, wie Sie sehen können. Das Design des Kursraums ist auch an der Corporate Identity der School ausgerichtet. Wir bemühen uns immer, die Kursräume klar zu strukturieren, einen einfachen Zugang zu den im Kurs verwendeten Werkzeugen zu bieten, einen klaren Überblick über Neuigkeiten, Kursinformationen. Kursinhalte sind zentral platziert, visuell illustriert. Die vorbereitenden, vertiefenden Aufgaben sind aufklappbar mit klaren Anweisungen und Ressourcen, sodass die Studierenden möglichst intuitiv auf den Seiten navigieren können. Ein zweites Beispiel, die Einführung in die Digital Humanities aus dem laufenden Sommersemester und dazu mehr von Caroline Giere, die den Kurs selbst leitet. Genau. Und zwar ist der Kurs tatsächlich schon gelaufen. Wir haben ihn als Blog-Veranstaltung angesetzt. Ich habe ihn gemeinsam durchgeführt mit meinem Kollegen Professor Stefan Tilke an der Universität Freiburg. Und wir haben gemeinsam mit einem Gastdozenten aus Innsbruck und aus Zürich jeweils diesen Kurs gestaltet und hatten dabei gleich den ersten richtigen Kurs eigentlich mit einem kompletten Hybrid-Setting, denn die Freiburger saßen vor Ort im gewohnten Seminarraum zusammen und die Innsbrucker und Züricher wurden jeweils online zugeschaltet. Das heißt, wir hatten gleich dieses sehr schwierige Setting, das dort jetzt Nihoff gerade schon beschrieben hatte, als ersten Test einmal hier bei uns in Freiburg. Und das Interessante war jetzt, dass wir die Digital Humanities offen gelassen haben für alle Fachbereiche. Das hieß, nicht nur die philologische Fakultät konnte auf diesen Kurs zugreifen von den Universitäten Innsbruck, Zürich und Freiburg,
sondern auch alle anderen Fachbereiche. Und so kam es dazu, dass wir tatsächlich 50 Anmeldungen am Ende hatten und auch Informatikstudierende dabei waren und sogar Naturwissenschaftler aus anderen Fachbereichen, was natürlich eine Schwierigkeit erstmal für uns gezeigt hat, denn alle kamen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Kompetenzen und Startvoraussetzungen in diesen Kurs. Und dann mussten wir auch noch allen Studierenden an den unterschiedlichen Standorten mit den unterschiedlichen Voraussetzungen eben vor Ort und online gerecht werden. Die Lösung war für uns dann das Flipped Classroom-Konzept. Wir haben vorab eine Eigenarbeitsphase mit eingestellten Videos, mit Lehreinheiten zum eigenen Einstieg präsentiert und konnten dann mit der ersten gemeinsamen Sitzung im Hybridformat quasi alle gemeinsam einsteigen. Das hat wirklich gut funktioniert. Vielleicht kannst du einmal weiterklicken. Da sieht man so ein bisschen den Start. Also wir haben gefragt, was verstehen Sie eigentlich unter Digital Humanities? Und da kamen ganz unterschiedliche Überlegungen natürlich auch aus den eigenen Perspektiven heraus, die dann an diesen Kurs auch gestellt wurden. Und wir sind also durchgegangen, auch mit eigenen Arbeitsphasen, mit praktischen Beispielen, mit gemischten Gruppen, die jeweils aus den unterschiedlichen Standorten zusammengesetzt waren. Und das Interessante war jetzt eigentlich die Rückmeldung für uns, denn die war durchweg positiv. Also alle waren erstmal begeistert, dass sie ganz neue Kommilitonen und Kommilitonen kennengelernt haben, auch aus anderen Fachbereichen der eigenen Universität. Und dann die ganzen unterschiedlichen Herangehensweisen, die unterschiedlichen Interessen, die auch dazu geführt hat, dass man nochmal über den eigenen Gegenstand ganz anders nachgedacht hat. Und so haben wir sozusagen diese Schwierigkeit ins Gegenteil umgekehrt, im Nachhinein zumindest, und den Vorteil genutzt, die unterschiedlichen Ansätze, die jeweils dann eine Stärkung eigentlich dieses Themas auch ausgemacht haben, weil wir eine viel breitere Interessenmasse zusammengebracht haben und die unterschiedlichen Standpunkte auch aneinander annähern konnten, beziehungsweise das breite Interesse auch genutzt haben. Also da so eine kleine Quintessenz dann auch für unser kleines Fach, das zwischen den Disziplinen dann gut fungieren kann. Und da können wir dann gleich zu den Zukunftsperspektiven eigentlich kommen, die wir hier nochmal kurz zusammenfassen möchten. Herausforderungen und Chancen für die Geisteswissenschaften in der digitalen Bildungslandschaft. Es sind eigentlich zwei Hauptaspekte, die wir haben. Zum einen der inhaltliche Gegenstand, Forschungsgegenstand Geisteswissenschaft als kleines Fach und zum anderen die Herausforderungen und Chancen in Bezug auf die Vermittlung dieses kleinen Faches. Also zum einen sind es irgendwie diese digitalen technischen Möglichkeiten, wie unser Fach vor allem das automatische Übersetzen natürlich mit ChatGPT und so weiter, die ja in gewisser Weise auch einen Ersatz von menschlichen Kompetenzen ermöglichen, die aber auch fordern, dass man das Ganze überprüfen kann. Denn noch lange nicht sind diese Übersetzungen so funktionabel, dass wir tatsächlich damit Quellen so übersetzen können, dass wir sie für unsere Forschung nutzen können. Und das galt es zum Beispiel auch den Studierenden klar zu machen, dass sie eine gewisse Grundkompetenz brauchen, um diese neuen Methoden auch nutzen zu können und sinnvoll für ihre Forschung einsetzen zu können. Und uns ist es dabei eben ganz besonders wichtig, und da sehen wir die Chance drin, dass wenn wir jetzt diese Kompetenzen schulen, dass wir dann langfristig die Chance haben, eine viel breitere Masse auch jetzt für uns ganz konkret an Manuskripten, an Kulturschätzen zu bergen quasi, also die zu erschließen und dann eine viel breitere Masse auch am Ende für die Forschung nutzbar machen können. Und jetzt nochmal der Blick quasi auf die Vermittlung. Also wenn wir vom Verschwinden bedrohte und sozusagen in Anführungsstrichen unökonomische kleine Fächer, wie jetzt hier das Beispiel Mittel- und Neulatein zeigt, so unterstützen, dass wir interdisziplinäre Netzwerke nutzen, Lernumgebungen, disziplinübergreifende Forschung und Netzwerke und das Ganze dann auch noch als Zusatzqualifikation für die Studierenden attraktiv gestalten, dass wir dann eine Chance haben, nicht nur die Fächer zu stärken, sondern auch die Kompetenzen langfristig weiterzugeben. Jetzt haben wir eine kleine Fragefolie noch für Sie,
fürs Publikum vorbereitet. Wie können digitale Innovationen gewinnbringend in den Geisteswissenschaften eingesetzt werden? Und da kommt natürlich jetzt unser Oberthema Brücken zwischen Raum und Zeit schaffen dazu. Vielleicht können Sie sich einfach Gedanken machen. Sie dürfen gerne in den Chat schreiben. Sie dürfen auch Ihr Mikrofon lautschalten. Wir sind sehr interessiert daran, was Sie vielleicht auch aus Ihrer ganz eigenen Perspektive dazu denken, dazu beitragen möchten. Ich weiß nicht, ob die Mikrofone schon. Ich würde dann das Recording jetzt kurz stoppen. Dann können die Teilnehmenden auch zu Wort kommen. Genau, ich bedanke mich schon mal und stoppe das Recording.